Peter Mall, Generalsekretär des Interski-Kongresses 2011 in St. Anton. In genau einem Jahr startet dieser Kongress. Was erwartet man sich von Seiten St. Antons, von diesem Kongress, von diesem doch internationalen Event? Ja, St. Anton am Adelberg als Wiege des alpinen Skilaufes bekannt hat sehr viel für den Schneesport gemacht und wir erwarten, dass wir 2011 abermals einen Meilenstein setzen können, um diesen wunderschönen Sport, dieses Naturerlebnis noch besser in die Welt hinauszutragen. Herr Mall, Sie waren 2007 in Korea beim letzten Interski-Kongress, haben dort die Bewerbung gewonnen. Sie wissen also, wovon Sie reden. Mit welchen Emotionen wird da gehandelt? Wie kann man sich so einen Interski-Kongress vorstellen? Ja, es kommen 37 Nationen nach St. Anton am Adelberg und dort wird an dem Thema Schneesport gearbeitet und da ist so viel gute Stimmung, so viele Good Vibrations sind da vorhanden, wenn man spürt, dass grenzüberschreitend an einem Projekt gearbeitet wird und das ist sehr, sehr spannend und jeder, der die Möglichkeit hat, da mitzuarbeiten, gibt hier 100% für seine geliebte Sportart und das macht es wirklich zu einem einmaligen Erlebnis. War für St. Anton am Adelberg auch ausschlaggebend, dass die Infrastruktur hier sehr gut ist? Das Zielgelände, wo die Demonstrationsshows sind, gleich daneben Adelberg Welcome als Konferenzstätte. Hat das schlussendlich den Ausschlag gegeben, dass Adelberg 2011 den Zuschlag bekommen hat? Ja, ich denke schon, dass St. Anton am Adelberg die besten Voraussetzungen für diesen Interski-Kongress hat. Zumal, wie Sie schon angesprochen haben, diese infrastrukturellen Maßnahmen hier sicherlich geschaffen sind für einen Kongress der kurzen Wege. Wie wir schon 2001 bei der Weltmeisterschaft bewiesen haben, kann innerhalb von 5 Gehminuten eigentlich alles erreicht werden. Und das ist sicherlich ein sehr ausschlaggebendes Merkmal für den Kongress 2011. Ihnen ist aber die Emotion sehr wichtig, die hinter so einem Welttreffen der Schneesportlehrer, Skischullehrer, Skischulwarte steckt. Ja, selbstverständlich. Also das ist sicher das Um und Auf. Neben der technischen Aufbereitung des Schneesportes gilt es vor allem, diese Vernetzung zustande bringen, da ja so viele Nationen zusammenarbeiten. Und da gibt es viele gegenteilige Meinungen, die man aufgreift, um hier einfach an der Verbesserung des Schneesportes zu arbeiten. Und das geht nur bei einem Gespräch, bei einer Gesprächsrunde. Und da haben wir sehr viel Zeit und sehr viel Platz hier in St. Anton, um das zu bewerkstelligen. Und wir freuen uns riesig auf den Kongress. Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie? Da wir jetzt bereits 900 Anmeldungen haben, gehen wir davon aus, dass wir 2500 Kongressteilnehmer in St. Anton begrüßen dürfen. Herzlichen Dank.